Hallo und willkommen zurück zu Grand Theft Auto 4. Wir sitzen in the car und fahren zu Gerald McCreary rüber, wo wir dann einen Schnitte mit Kerrygold essen. Und danach werden wir die Mafia-Tochter überreichen an ihren Vater für viel, viel Geld. Hilfe! Ja, mal wieder Radbeeinträchtigung, aber ist doch eine schöne Autoform hier, oder nicht? Wuhu! Gute Reaktion, mein Freund, gute Reaktion! Na, aber Entschuldigung hier, das war ja nicht mit Absicht jetzt. Hat man, glaube ich, auch genau gesehen, dass das nicht beabsichtigt war. Boah. Verschwindet doch alle von der Straße. Wenn ich fahre, sterben Leute. Das wisst ihr doch langsam. Oh, nee. Ich wollte gerade die Passanten umfahren. Und dann habe ich festgestellt, es sind ja drei Polizisten. Hallo, Passant. Es macht so Spaß, Passanten zu ärgern. Das ist doch schön. So. Diamonds are a girl's best friend. Wie recht die doch haben. Frauen und Klunker. Das passt einfach zusammen. Hey. Yeah. What's wrong? There's good news and there's bad news. Good news is, everything's coming together. Bad news, ain't gonna make a blind bit of difference to me. What do you mean? Do you want me to spell it out? No. I guess not. Thanks. Tja, der sitzt richtig in der Scheiße da drin, was? The ex-boyfriend of your girl is going to agree to the divorce terms. Unfortunately, turns out he wasn't our only problem. Some other crap has turned up. I don't think I'll be getting out anytime soon. Tja. Been a great laugh. Look after yourself. Tja, scheint, als hätten wir Gerald jetzt das letzte Mal gesehen. Das klingt ja so, als würden wir den nicht nochmal antreffen. Schade eigentlich. Naja, gut. Ich bräuchte ein Taxi. Oi, 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 du bist kein Taxi. Ausschnitt und Teddy nehmen das. Ist was geschehen? Ich hab nichts gemerkt. Nico, me and Gracie is waiting for you, just off of Frankfurt Avenue in Northwood. Looks like our joyful time with her is coming to an end. That's a fucking tragedy. We should throw her a goodbye party. That's the plan. Hopefully someone might bring a big present for us to this shit. Okay. Well, maybe a big bag of diamonds will help us get over the pain of losing her. We're waiting for you, man. So, okay, wir nehmen uns das Auto und ich sehe gerade, meine Gesundheitsanzeige sieht ja wohl mal lächerlich schlecht aus. Aber dafür gibt's ja hier einen kleinen Waffenladen in der Nähe. Da haben wir uns kugelsichere Westen, ein bisschen Munition. Was man halt so braucht, um in dieser Stadt zu überleben. Ob wir unterwegs noch irgendwen finden, der uns Nahrung in die Wunden steckt, kann ich nicht genau sagen, aber ich rufe auf jeden Fall keinen Krankenwagen. Der zockt ein Jahr ab hier, also was das kostet, mein lieber Scholli. Definitiv ist, wir fahren nicht mehr hier den Hügel rauf. Beim letzten Mal bin ich ja so schön in die Tankstelle, in die Gasbehälter hier reingekracht. Das war nicht besonders schön. Ich will noch keine Autowäsche. Mein Auto ist dreckig, okay, aber ich brauche es nicht sauber. Ich stehe auf dreckige Dinge. Noch zweimal duschen, dann ist Weihnachten. Entschuldigung. Da bin ich doch mal wieder wo angeeckt. Ah, ich stecke in der Tür fest. Was soll das denn jetzt? Ich fühle mich nicht wohl ohne Auto im Straßenverkehr. Hallo? So, wir kaufen das. Dann kaufen wir hier noch ein bisschen was von. Na gut, Raketenwerfer. Kaufen wir uns einen Raketenwerfer. Toh, mein lieber Scholli, die Dinger sind aber teuer. 15 Ocken, mein lieber Scholli. Na gut, wenn wir schon mal hier sind,
laden wir die auch voll auf. Wer weiß, wozu wir die noch gebrauchen können. So, und das genügt mir auch. 15.000. Uiuiui. So, jetzt aber auf zu Crazy und Peggy. Die warten ja schon sehnsüchtig auf mich. Gerade Crazy, die freut sich sicherlich, mich wiederzusehen. Wir sind ja so gute Freunde hier inzwischen geworden, hier. Da freut die sich sicherlich drüber über einen kleinen Anstandsbesuch von mir. Wie die mir in die Arme fallen wird und sagen wird, ach, Peter, Mensch, ich hab dich so lange nicht mehr gesehen. Es war so schön, wo du mich entführt hast und geschlagen hast. Ach ja. Boah, Verzeihung. Tja, du hast überlebt. Weg damit, dein Besen. Ich würde ja gern wieder auf die normale Straße, aber die Fußwege hier sind so gebaut, dass man nicht mehr wegkommt. Halt, stopp. Hotdog-Händler. So, einmal bitte in die Schusswunde in der rechten Schulter. Und zack, ist die Wunde dicht. Audio, Hot Dogs. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Massenhaft Waffen. Maximale Energie. Wir haben auch ein schönes, schweres Auto. Das heißt, wenn hier wieder mal einer einbiegt, so wie der da... Den hol ich mir, den hol ich mir, den! Zack! Und noch ein Rollerfahrer. Oh, Hilfe! Okay. Das war alles sowas von geplant. Das glaubt ihr ja gar nicht. Ich weiß, das sieht immer so aus, als würde sowas geschehen, weil ich nicht fahren kann oder so. Aber das plane ich alles, damit ihr Spaß dran habt. Also, es war jetzt alles geschauspielert hier, der ganze Unfall. Glaubt mir doch, oder? Bitte glaubt mir. Wie weit müssen wir denn jetzt noch fahren, bis wir bei der Alten sind hier? Hinfahren, zurückfahren, hinfahren, zurückfahren. So, hier können wir jetzt auch zu Fuß gehen. Hallo? Da sitzt sie schon und wartet. Alright, Nico. The exchange is over on Charge Island at the water treatment plant. Alles klar. Gehen wir ein wenig Kloake kauen. Becky, my man. How are you and Gracie getting on? Like a house on fire, ain't that right, Gracie? No fucking bathroom. See, she was just telling me how much she loved me. What do you think of Nico, Gracie? I'm fucking with the both of you. Gracie. Watch your mouth. Nico's a good friend of mine. Don't say that about him. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Gracie, you're sweet. I know, I'm too good for him, but sometimes a guy has got to hang out with lowlifes like Nico here. He's got his uses. Other users are fucking users! That's right, he is definitely a bad influence on me. Okay. Ach ja, Gracie. Wenn alles gut läuft, bist du heute Abend frei, keine Angst. Wenn alles gut läuft, sind wir heute Abend stinkreich, Leute. Stinkreich. Wir werden die reichsten Kerle hier sein. Die reichsten. Ah, jetzt müssten wir eigentlich wieder Mautgebühren bezahlen. Da habe ich aber gar keine Lust drauf. Ah, da gibt es jetzt zum Glück eine geheime Abkürzung. Wir benutzen die Auffahrt als Abfahrt. Hinterlistig, ich weiß. Da! Was war das denn? Ganz ruhig, Leute. Alles ist in Ordnung. Der Zaun hat gehalten. Nun denn, lasst uns mit der Party beginnen. Fahrt zum Übergabeort. So, da wären wir. Kann losgehen.
Gracie, you all right? Daddy? The bastard didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth. Echt, das sieht man doch. Her back, you animals. She suffered enough. Hand over the stuff. Hand over Gracie. I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff. All right, calm down, both of you. Oye, we put the ice in the middle, we walk back. Then, you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Nun denn. Mal her mit den Klunkern. Come back to me, honey. Let her go. Oh, das sieht nicht gut aus. Bulgarin. Was macht der denn hier? Das ist doch Bulgarin, oder nicht? How is it? That whenever something is stolen from me, ja, das ist der. I have never stolen anything from you, Mr. Bulgarin. This man, the big pedic and his Dominican beach, they stole my diamonds. And you have been trying to rob the thieves, to rob me. Oi. Mensch, Bulgarin, was machst du nur? Ja, hau halt ab, du Sau. So, zwei sind schon mal weg. Immer schön auf den Kopf ziehen. Na komm, zeig deine hübsche Rübe. Da, einmal drumherum. Kein Problem. Oh, ist das nicht schön. Man möchte am liebsten darin baden. Ach, das ist fest. Ich dachte, das wäre Kloake. Ist es aber gar nicht. Hä, wo ist der denn hingefallen? Oh! Boah, da kommen ja immer mehr! Ja, alles meins! Was für Folgen, ich bin schon längst oben, du sollst langsam mal raufkommen. So sieht das Ganze nämlich aus. Zeig dich. Okay. Ach, die haben auch noch Granaten dabei, ist das nicht praktisch? Für dich? Wir brauchen hier keine weiteren Besucher. Da, fuck. Boah. So. Da waren die Raketen ja doch für was gut. Boah, wie viele Männer hat Bulgarin hier? So. Huh. Krasse Mission. Give us that fucking ice. You're trapped. We'll let you go if you give him up. I'm screwed either way. If I don't give you the diamonds, you kill me here and you take them. I do give you the diamonds, Mr. Bulgarin kills me later. I don't nobody having them. Screw all of you. Oh, okay. Scheiße. You selfish pig!
Tja, die sehen wir wohl nicht wieder. Na komm, zeig dich. Gibt's hier einen Weg nach unten? Ja, eine Leiter, aber ich nehme die Munition mit. So, und... Jetzt bräuchten wir noch ein Auto. Hier, die Autos habe ich ja alle geschrottet. Kidnapping the bitch, holding on to her, fighting through them damn Russians, all of that for jack shit. Look on the bright side. At least you got to meet Gracie. Screw that. I got close to knocking her teeth out. That was about it. We ain't got shit now. Taxi rufen geht nicht. Ah, sieh mal einen an. Yeah, but there is no guarantee we would have made any money out of those diamonds anyway. I've got the suspicion those were the ones Ray Bocchino got me to handle a while back. They're bad luck. Me and some biker had to try to sell them to a diamond dealer, and it turns into a blood bag. That was when those friends of Gracie's must have gotten them. Stole them from you, did they? No, they stole them from the guys I sold them to. Shit, these diamonds have been trouble since Ray first made me take them out of a trash can. It's good they're on their way to a landfill somewhere. Best place for them. The population of Liberty City would have been higher if we had. You might be right, Nick. Ow. Whose fucking diamonds were they anyway? They're not Ray's, I can tell you this much. Maybe they belong to this homosexual man, Gracie's friend. I don't know, maybe to Bulgarin. Bulgarin? He the motherfucker who busted up our peaceful hostage exchange? What in Christ's name went on back there anyways? Some time ago, I worked for Mr. Bulgarin in Europe, smuggling people across the Adriatic. The ship sunk. The cargo sunk to the bottom of the sea. I had to swim for my life. Bulgarin lost a lot of money that night and they needed someone to blame. This was one of the reasons I leave Europe and come here to Liberty City. And now he shows up claiming the ice belongs to him. What are the chances? Our paths crossed back when I was living in Hope Beach as well. My cousin and I moved up to Bohan to get away from him and another man called Dmitry Raskolov. That's a real shame. I can see you fitting right in down in Hope Beach, Nico. Probably a good thing you got out, though. Wouldn't have met me if you'd stayed, would you? When you put it like this, I'm one lucky motherfucker, Becky. Und wir sind da. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von GTA 4 wieder. Macht es gut, war ja eine schöne Mission jetzt. Naja, egal. Haut rein. Well, Nico, that was a whole lot of effort for no fucking reward. Story of my life. It is the story of a lot of lives, Becky. I'm getting used to hearing it. See you, Nico. I gotta go break the news to Gerald. At least I'm gonna be on the other side of some bulletproof glass to him. You know what? I'm still fucking scared. Good luck.